Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge haben wir ja hier Rast gemacht und müssen jetzt natürlich wieder uns auf den Weg machen. So, Handbremse lösen wir, Licht haben wir an. Gang machen wir rein. So, wir müssen dort lang. So viel habe ich noch in Erinnerung. Und ja, machen uns dann doch mal auf den Weg. Wir transportieren ja noch immer Hühnerfleisch. Vom schönen Norwegen ins nach Italien, glaube ich, oder? Venezia, wenn ich es richtig weiß. Genau, Italien. Ins Bella Italia. Da ist grün, grün ist gut. Ich hoffe, wir sind tatsächlich in der richtigen Richtung unterwegs, aber normalerweise müsste das der Fall sein. Wir haben ...5 Uhr morgens, genau. Die Sonne ist links, das heißt, wir fahren Richtung Süden. Passt. Dann können wir uns auch wieder dem kleinen Navi widmen. Oder uns... Ah ja, da sieht man auch, der Pfeil ist auch in die richtige Richtung. Das passt alles. Vorsicht mit Bussen. Da haben wir ja... in der vorletzten Folge, glaube ich, einmal ordentlich gecrasht. Kann man mal machen, sollte man nicht. Deswegen hat unsere Ladung ja auch ein paar Prozent Schaden, ne? 6%, genau. Das war wirklich ein ordentlicher Crash. Und jetzt müssen wir dann noch sehen, dass wir da flott unterwegs sind, dass wir da bisschen Zeit noch wieder reinholen, weil durch die Reparatur, das hat natürlich auch ordentlich Zeit gekostet. Und Fähren oder so haben wir hier zwischendrin nicht, wo wir Schlafenszeit reinholen könnten. Von dem her gilt es, Tempo machen. Möglichst nicht erwischen lassen, natürlich. Das wäre extrem von Vorteil. Wir müssen geradeaus. Dann fahren wir auch geradeaus. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem der Ostblock-Länder wir unterwegs sind. Kaunas, Vilnius, sagt mir alles nichts. Weißt du nur, dass wir quasi durch den Osten fahren, also um Deutschland an der östlichen Seite vorbei. Dann nach Österreich und dann Italien. Geht also schon nochmal ordentlich durch die Berge dann. Oder müssen wir... Folgen wir unauffällig dem LKW da vorne. Der ist arg langsam unterwegs. Meine ich das nur, oder?
Machen wir ihm Platz. Wow, hier wird es nochmal. Hoppla. Dann ist gut, dass wir vorbeigezogen sind. Ich dachte, das ging jetzt zweispurig weiter, aber... Oh, da sind sie am Ernten. Schön. Können wir noch ein bisschen Landwirtschaftssimulator spielen? Finde ich schön, dass sich so die Maschinerie da auch ein bisschen bewegt und nicht alles so in der Gegend rumsteht. Das bringt ja dann schon nochmal ein bisschen Leben in das Ganze. Auch so der Zugverkehr oder Flugzeuge, die landen. Schon schön. Vorne ist eine LKW-Kolonne, das ist jetzt aber schlecht für uns. Weil überholen können werden wir die eher nicht. Was parkt der da? Oh, da hat wohl eine Panne, okay. Und das heißt dann natürlich, dass wir hinterher trotteln dürfen. Hinterher zotteln. Schade. Ich dachte, wir könnten ein bisschen Tempo machen. Aber dem ist nicht so. Jedenfalls im Moment noch nicht. Ja, biegen wir da vorne auf eine Autobahn, das wäre natürlich hervorragend. Uah. Ah, die biegen dorthin ab, das ist natürlich perfekt. Damit hat sich das Problem dann auch gelöst. Eine Ente. Fahren hier im Spiel relativ häufig rum. Erstaunt mich. Man, in der Realität gibt es ja nicht so viele. Nicht mehr jedenfalls. Früher war das ja... gab es ja haufenweise. Die Studentenkarre schlechthin. Aber heutzutage... Oh. Da hätten wir abbiegen müssen. Hier auch. Ah, okay, hier können wir eine Schleife fahren. Schleife ist gut. Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Schauen wir mal, wo wir langgeleitet werden. Ich hoffe, dass sich die Fahrzeit damit jetzt nicht zu sehr erhöht. Da ziehen wir mal gerade dran vorbei. Genau, die hatte ich ja auch entsprechend belegt. So. Hier fahren wir raus. Wow, wo kam der denn her? Da ist frei. Das machen wir mal ganz dreist.
einen auf den hier. Hat ja keiner was gesehen. So. Abbiegeversuch Teil 2. Wow, das sind mal Funkantennen dort. Jetzt müssen wir es erst recht laufen lassen. Das wird, glaube ich, nicht gerade der profitabelste Auftrag. Wenn da jetzt noch die ein oder andere Geldstrafe zukommt. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Zweispurig ist gut, da können wir das laufen lassen, auch wenn da mal andere LKWs unterwegs sind. Die können wir dann gut überholen. Wir müssen geradeaus, das ist gut. So soll das sein. Nicht zu schnell durch die Kurve, sonst macht es nämlich Batsch. Und wir liegen auf der Seite und dann haben wir noch mehr Schaden an der Ladung. Oh, Blümchen. Ups. Ich dachte, hier gäbe es eine Einfädelspur. Gut, dass keiner kam. Vamos. Bin mal gespannt, wann wir in Österreich landen. Wie lange geht denn das überhaupt noch? 25 Stunden Fahrzeit haben wir noch. Bei einer Restzeit von 46. 6 Stunden, bis wir wieder schlafen müssen. Das heißt, wir müssen noch zweimal auf jeden Fall übernachten. Das wird knapp, ja. Wenn wir da noch 10 Stunden Schlafenszeit jeweils draufrechnen. Mariampole. Suvalakai. Was auch immer dieses heißen mag. Okay, ist ein Ortsname, ja. Stimmt eigentlich. So, da kommt die nächste Grenze. Sehr schön. Könnten wir übernachten, wollen wir aber noch nicht. Das müssen wir zeitlich so legen, dass das, dass wir möglichst ja, die Zeit, die wir haben, ausnutzen. Sonst müssen wir nachher mit Pech dreimal nächtigen und dann kommen wir zu spät. Das ist jetzt schon relativ knapp. Viel verfahren dürfen wir uns da nicht mehr.
schöne, nach einer schönen Stadt aus. So, Richtung Zentrum, sagt das Navi. Und da vorne müssen wir dann schon wieder nach links. Hier noch nicht, das ist nämlich eine Einfahrt. Aber hier. Da dürfen wir gar nicht geradeaus, okay. Da wieder rechts. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Fragezeichen sind, aber da hätten wir jetzt eh nicht die Zeit, das aufzudecken. Das können wir besser bei Touren machen, wo wir richtig viel Zeit haben. Das sind ja dann so Touren mit Fährfahrten zwischendrin ganz geschickt. Wenn man das gut timet, ist man dann ausgeschlafen. Man braucht nicht irgendwie extra Pause machen vorher. Das spart dann immer wieder richtig Zeit. Aber das Glück haben wir hier leider gerade nicht. Hier haben wir keine Fährfahrten. Wildwechsel und kurvige Straße, okay. Zwei Schornsteine. Schöne Obst. Oder schöne Baumlandschaft. Einmal links, Quark, einmal rechts und dann einmal links. Das Gebilde, das sieht merkwürdig aus. Das da rechts ist aber wahrscheinlich ein Gasturm oder sowas. Ups. Hier ist eine Kreuzung. Nicht, dass ich da was sehen würde. Aber offensichtlich kam nichts. Das ist ein bisschen blöd, dass man sich nicht vorbeugen kann oder so. Ich könnte natürlich rausgehen aus dem Fahrzeug, stimmt. Das wäre noch eine Chance-Variante gewesen. So, möglichst ohne irgendwie den Kreisverkehr abzureißen. Sie noch. Bisschen mehr auf die Straße. Kann nicht schaden. Großes Strohlager auf der rechten Seite. Okay. Ist dann wohl irgendwie ein Hof oder was in der Art. Da haben wir dann noch ein nettes Fabrikgebäude. Ja. Ist eine recht nette Gegend hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die vom Stil her so tatsächlich so zutreffend ist. Ich muss gestehen, ich war dort in der Gegend noch nicht. In der Gegend, von der ich gar nicht weiß, wo sie gerade ist. Aber irgendwo im östlichen Bereich sind wir ja auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir Tschechei oder wo wir da gerade rumfahren. So. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich doch jetzt einfach mal vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid doch
übermorgen wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Fahrt in Richtung Venezia fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.